Hallo und willkommen zurück bei Fortress-Kräfte-Wolf Let's Play mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, es hat sich einiges getan. Hoppala. Schießt gleich Blöcke weg. Ja. Falsch abgebaut. Wir stehen hier, da schaut, im UG08 stehen wir hier. Ein bisschen komisch, dass man das so in einem... Das wieder anvisiert so. Ja, wir haben, so wie die Fackeln, haben wir mittlerweile die Schilder gefunden zum Beschriften von Sachen. Genau. Und wir haben, also das Schild sagt auch aus, wir haben mehrere Untergeschosse. Da geht es sogar noch weiter. Da ist dann noch für Nickel und für Titanium. Wobei die sind nur im Bau. Ja, die Tibra wird euch, glaube ich, zeigen, wie weit wir mit dem Stiegenhaus sind. Und ich kann euch da oben zeigen, die neuen Erze, die wir haben. Ja, wir haben neue Erze. Ich stehe da falsch, ich klicke die Wand an und frage mich, warum kein Storage aufmacht. Da ist es, da ist unser händisches Storage. Wir haben gefunden... Gold. Nickel, Gold, Titanium. Ja... Yippie. Ja, wir brauchen die Materialien für den höherwertigeren Schmelzofen. Genau. Ich, oder? Genau. Da ist der Schacht begonnen für das zweite, für den zweiten Lift. Mal reinschauen. Und leider ist da unten schon wieder Eisen. Ja. Also Treppenhaus. Dip. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben einiges umgebaut. Ja, und ich kann da oben herzeigen beim Central Hub. Ich habe jetzt gerade die drei Erze, die neuen rausgenommen. Beim Central Hub, es ist noch zusammengeräumt, da fast schon leer hier. Wir schauen jetzt gerade, dass wir unsere Geschosse wieder leer bekommen, also die Lager, die wir schon angelegt haben, weil es sich eben von der Reihung her ein bisschen verändert hat. Da ist gerade Kupfer dran, das was durchläuft, und das Labor haben wir jetzt hier. Da ist noch nichts Großartiges. Aber immer die Stufen runter. Also wir sind mittlerweile auf 167, also ich bin auf 167 minus. Ja, wenn man hier schaut, da ist jetzt schon etwas verändert. Wir haben da jetzt drunter Tiefgeschosse, die man vorher oben sieht, da durch den Glasbau. Das ist momentan abgetrennt, da stehen noch Förderanlagen drinnen und da steht provisorisch in unserer Produktion, die wird sich auch noch verändern. Hier haben wir zugemacht, ein Provisorium, dass wir da eine Platte haben, und darunter kommt man wieder zu unserem, zu dem abgestützten Raumschiff, mit dem wir praktisch hier gelandet sind. Da haben wir die Platte noch einmal weggenommen und der Höhe angepasst, so wie es da drüben ist in dem Geschoss. Ich bin gerade auf minus 259 Meter, muss mich aufladen und mitten in einer Kältekaverne. Wie man rechts sieht auf der Anzeige, es ist über 100 Grad minus, also es zeigt es gar nicht mehr an. Hier ist ein kleines Problem, wenn man keinen Heizstab im Anzug hat. Ja, und da wird schon wieder wärmer. Ja, dann haben wir die ganzen Power Storages haben wir hier weggeräumt, haben das ersetzt durch die großen. Also man sieht schon, das schimmert jetzt zu bläulichter. Und unsere Energieversorgung mit der angereicherten Kohle steht jetzt hier auf der Südseite. Warum? Damit wir im Norden zur Verfügung haben, um jederzeit unsere Geschosse da mal irgendwann vergrößern zu können, nach hinten. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht mehr reichen. Du? Eine ganz blöde Frage. Wo hat dich denn das toxische Gift erwischt? Auf 400 irgendwas. Okay, da haben wir nämlich jetzt keinen Schacht zum Runterbauen, gell? Doch. Also bist du gar nicht mehr hochgekommen. Ja, es macht ja nichts. Nimm einfach den Nimber und baut mit beiden rauf. Ah, okay. Das geht schon. Na, das werden wir sowieso auch schnell machen, dass wir den Schacht sehen. Der Schacht geht nur etwas weiter als das Treppenhaus. Also ihr seht schon im Treppenhaus, da sind jetzt natürlich noch jede Menge Erze. Die werden jetzt nicht dann verkleidet. So nach und nach
abgefarmt. Ja. Also wir haben jetzt wirklich nur geschaut, dass wir runterkommen, um diese Erze zu bekommen, damit wir eben endlich einmal Smelter haben. Da sieht man zum Beispiel so eine Frozen Cavern. Oder Cold Cavern. Cold Cavern heißt es, klar. Da schreckt es mich immer herinnen, weil da sind jede Menge von diesen Energiedieben unterwegs. Ja. Das ist schon gelernt. Was haben wir eigentlich alles vor in den nächsten Aufnahmen? Ich habe so einen Würfel, so freigelegt, einen Half-Mind freigelegt. Quasi. Entfernt. Und den werden wir abbauen. Den werden wir von vornherein, bevor er aktiv werden kann, eliminieren. So. Die Kugel. Die Kugel, ja, ist sogar Würfel. Im Inneren, ja, es ist alles aus Würfeln. Der Hive Mind ist ja noch nicht dort, also da ist er noch immer dort, wo bei uns, also wo wir ja schon eingekastelt haben. So, jetzt geht's dann noch runter, jetzt sehen wir, da ist die Goldproduktion. Ja, jede Menge grüne Kästchen, die gefunden werden wollen. In der Umgebung. Ich nehme jetzt nicht alles mit, weil ich habe zu wenig Platz im Inventar, dass ich jetzt alles mitnehmen kann. Dann geht es da nochmal runter und da rein. Da laufe ich immer dran vorbei. Ah, da ist die Tibra. Genau. Wo bist du? Steht da neben dir. Da. Ich sehe dich nicht. Neben dir? Nein, du bist nicht da für mich. Ah, okay. Du bist nicht da. Siehst du mich nicht. Okay. So, ja, wir bauen uns jetzt mal schnell. Wir bauen uns jetzt mal schnell darunter. Kann ich den daneben nehmen? Ich war da noch nie unten. Ja, ich komme aber gleich mit Mittlern rauf. Okay. Inzwischen ladet hier auf der Ladestation für den kleinen Acer. Ich glaube zumindest. Mein kleines Fluggerät. Ja, da habe ich mir ja durch ein Erz gebaut. Oh, das ist blöd. Ich sehe da nicht runter. Nein, ich komme da nicht bis am Boden runter. Dann können wir es noch anders probieren, und zwar mit dem dahinter. Vielleicht geht das. Gut, ich baue inzwischen hier ein Stück weiter, bis er da ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt bei der Frozen Factory, so wie es wir da installiert haben, bis minus 1000 Meter oder sogar. Oder weiter noch. Na, weiter. Puh. Also schon ohne Frozen Factory ist bis über minus 2000 gegangen. Ah, okay. Dann haben wir ein paar Tausend. Da komme ich auch nicht runter. Da muss ich jetzt das Lithium wieder überall wegnehmen. Ach du Dreck. Ja, und jetzt fliege. Jetzt bin ich gleich unten. Ganz unten? Aber es geht schön, mit dem Wiederhaken kannst du entlang der Wand runterlassen. Okay. Du musst den immer wieder wegschießen. Kann man das vielleicht in dem Schacht auch machen? So, und jetzt müssen wir aber sofort wieder rauf. Wow, warum? Ach du Scheiße, ich sehe nix. Warum? Kacke. Rauf, weil wir haben da nämlich Gift. Ich habe das Gift. Da sind wir uns noch im Unklaren, wie wir dem Herr werden oder wie wir da durchkommen. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Jetzt bin ich auf der falschen Seite, oder? Ja. Ich
Ja, da gibt es sicher wieder irgendein Forschungsprojekt oder so, mit dem man dann irgendeinen Schutzmechanismus oder so bekommt. Das war der Anker. Gut, ich suche die Leuchtfackel. Ah! Ich habe deine Leuchtfackel runtergeschmissen. Kommt nicht an, oder? Na. Ja, man sieht schon, ich bin da relativ weit unten. Ich werde mir aber da jetzt da einfach rüberbauen einmal. Weil den Block kann ich jederzeit wieder wegnehmen. Ja, leider habe ich das zu spät da unten gesehen, dass man da Gift hat. Ich verstehe noch nicht, warum. Was ist mit dem Außer? Ladet er nicht? Na. So, ich muss jetzt sowieso rauf. Ja, auf jeden Fall auf diese Art und Weise, wie ich es hier gerade mache, werden wir das Stiegenhaus, aber ich schätze mal außerhalb der Aufnahme, noch ein gutes Stück nach unten bauen. So, dann haben wir da das Titanium und das Nickel. Dann bist du gleich wieder da. Ich laufe dann schon mal wieder nach oben. Und ja, die Fahrstühle, die werden natürlich bis mit nach unten durchgezogen. Ein Hoch auf die Fahrstühle, wenn die unten sind. Die zweite Säule jetzt, die soll ich vergessen, die hintere zu nehmen. Da ist sie. So, eins, zwei. Ah, ich glaube, zwei Geschosse habe ich noch zum Bauen, gell? Für das Nickel und Titanium. Zumindest für die bekannten Erze. Angeschrieben sind sie schon. Es ist, Okay. ich glaube, das Titanium ist noch nicht ganz ausgenommen. So, ich komme gerade drauf. Ja, da ist auch eine Dauert jetzt ein Höhle. bisschen länger, weil da zwei Säulen praktisch mitzig. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay, also der, wie gesagt, das ist der Energieschacht. Man hat das eh gesehen, da unten stehen auch schon so Power Storages. Ja, der Schacht ist wieder hier oben, wenn du runter bist. Alles klar, ne? Ich bin schon am Weg nach oben. Aber geh nicht, also da kommt weiter unten nochmal so ein Power Storage Lager und da drunter dann nimmer, weil da fängt dann irgendwann das Toxic an. Okay. So. Auf wie tief ist es circa? Ja, auf 450 oder so irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Also ab Ist nicht geschaut. 450 wird's wieder gefährlich. So. Oh. Lauf, lauf, lauf. Mittlerweile ist es eine ziemliche Strecke. Ja, den Fahrstuhl haben wir leider noch nicht bis runter, weil das sieht man da dann gleich. Weil Ja, nämlich hier sollte man dann umsteigen können. im zweiten Schacht ist Eisen drinnen. Und Lift zwar da. fahren ist ja so cool. Dieser Eisenblock da, der massive, der. Also, ich habe da schon ein bisschen was vom Liftschacht ausgenommen. Und da oben sieht man den anderen. Aber da kommen wir leider momentan nicht durch. Okay. Das bauen wir mit dem Wo ist jetzt Rohrextraktor. das Reed-Messer ist hier herüben. Okay, Reed, da. Null, perfekt. Gut, da kommt ein Glasboden drüber, da unten das Raumschiffchen. So.
Was habe ich jetzt zu machen? Ich habe total vergessen, was Sache ist. Gold, Titanium. So, dann baue ich jetzt. Cool. Ja, wir hängen jetzt da das Kupfer mal kurzfristig ab. Mhm. Zack, zack, das nehmen wir da weg, großzügig. Und stellen da jetzt dran Power Storages. Das ist das Kohlelager. Das ist der Tasche, hier beschriftet Kohle. Und hier wird jetzt die Bastelmasse, sage ich so nett dazu, hergestellt. Und da fülle ich jetzt das ganze Zeug mal ein, was ich gefarmt habe. Okay, das ist leer. Dann kommt der Rubble. Rüber. Da haben wir jetzt die fertige Bastelmasse zu Genüge und mit der werde ich jetzt unten gleich weiterbauen. Die nehmen wir da raus. Brauchst du Bastelmasse? Hm. 8500. Okay. Ja, es wird eh ständig produziert. Ja, nehmen wir es halt dann beim nächsten Mal raus. Mhm. So, jetzt lassen wir da das letzte Kupfer noch durchlaufen und dann räumen wir diese Storage Hopper da mit Titanium, Gold und Nickel voll. Weil, sobald wir da die Bahn haben, von denen können wir bei den Smeltern den ersten Erzschmelzer bauen. Also eigentlich ist der zweite oder Basic, ja, den können wir vergessen, weil den kann man auch nicht aufrüsten mit den Teilen da. Und deshalb zählt nur der und da braucht man eben Gold, Titanium und Nickel. Jeweils 15 Bahnen, außer bei Nickel, da braucht man nur 12. Puh, ein paar. Okay. Jo. Also um ein paar Schmelzöfen zu bauen, ist das schon einiges an Material. Mhm. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Darunter, glaube ich. So, wie viel hat er jetzt noch? Ah, ja. Hier geht's weiter. Juchu. Ja, und was wir noch gesagt haben, ist eben die Deep-Prozess schon kurz erwähnt. Wir werden beginnen, Hartresin zum Abbauen. Ja, genau. Ups. Da kann ich gleich vorläufig, bis das Kupfer ausläuft, nehmen wir sie da einmal diese Augen. Da haben wir jetzt schon 7 Stück, super. Ich kann nämlich schon wieder so ein Set aufbauen. Wir haben jetzt schon 2 Sets von diesen Lasern. Ah ja, ich werde dann einen Storage Hopper nehmen. Das werde ich in der nächsten Folge machen. Und Kohlekocher. Und werde einmal bei dem zweiten Würfelchen oder beim zweiten aufbauen, dass wir den wegballern können. Können wir die Crude Organic Lines brauchen. Mhm. 1, 2, 3. Dann brauchen wir einmal den Laser Resin Blätter, der nimmt die Schutzschicht vom harten Resin. Dann brauchen wir einmal. Dann brauchen wir einen Laser Resin Liquifier. Der macht dann aus dem weichen Kern von dem Hart, was ist das, Harzen Block. Mhm. Genau. Macht er das Liquifier und der Liquid Resin Refiner, die
Use Refined Liquid Resin. Okay, und der konvertiert das dann. Ich glaube, den Liquid Resin Refiner, den werden wir, glaube ich, hier aufstellen, direkt im Lagerraum. Okay. Werden wir den überhaupt einmal anschauen, wie der ausschaut? Ich kenne den nämlich noch gar nicht. Den haben wir ja bei der vorigen Staffel dann immer gebaut. Ach, das war wirklich. Okay, so schaut das Teil aus. Okay. Ja. So, das Geschoss ist gleich fertig. Und die Folge ist auch schon wieder um. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder zu, bei Fortress-Kräfte Wolf Let's Play mit der Tibra und dem Anduin, und dann geht's hier weiter. Ciao! Ciao!